Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin hier gerade in Antique Side und wir haben heute sehr stark bewölktes Wetter und wir haben auch Feiertage, Zuckerfest in der Türkei. Wir haben jetzt 3 Tage offiziell Bayram, sagen wir mal so Feiertag, das heißt Zuckerfest. Das ist dann, wenn der Fastenmonat Ramadan nach 30 Tagen vorüber ist und dann haben wir halt ein paar Tage Feiertage und gerade auch bei so bewölktem Wetter ist es auch in der Ortschaft sehr voll bei uns. Und an solchen Tagen ist Side auch sehr, sehr voll. Und jetzt schauen wir uns mal Side an, sowohl unsere einheimischen Leute, also das türkische Volk und auch Touristen da. Und wir gehen jetzt von hier aus, beim Busbahnhof geht es hier los, wo der Shuttle-Service losgeht und bis nach Antik Side rein und mal schauen, wie voll Side jetzt ist. Und dann gehen wir mal los und hier vorne gibt es auch ein paar Kamele und die können wir uns auch jetzt mal anschauen. Und dann geht es jetzt auch hier in Richtung Side. Ich bin ja wirklich absolut gegen sowas, dass Tiere so behandelt werden, aber die armen Tiere kennen das ja leider nicht anders. Ja, und hier sieht man auch in Antique City neben dem Busbahnhof. Und die sind es halt wie anders, nicht anders gewohnt, die armen Tiere, aber naja. Und hier fährt der Bus immer los. Ja, wirklich arme Tiere. Hier fährt der Bus los in Richtung Antique Side. Und hier gibt es auch öffentliche WCs. Das suchen auch immer sehr viele. Kostet aber Geld. Öffentlich heißt jetzt, da kann jeder reingehen, aber es kostet Geld zusätzlich. Ne? Und jetzt gehen wir hier vom Busbahnhof in Richtung Side zum Bayram. Ja, die armen Tiere, die tun mir auch wirklich sehr, sehr leid. Also, was kann man dagegen tun, wenn ich mittlerweile auch, ich habe ja auch viel mit YouTube zu tun und wenn ich da mittlerweile auch ein paar Videos sehe, wie auch in südafrikanischen Ländern und alles wieder die Tiere behandelt werden, das ist schon wirklich sehr, sehr ärgerlich und traurig. Aber hier wieder, man sieht hier auch Futter für die Hunde und Wasser. Kann man hier auch sehen. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass hier wenigstens auch um die Hunde gekümmert wird. Und hier sieht man auch eine Katze. Aber sieht mir hochschwanger aus. Ja, hier in Ziele beim Busbahnhof. Jetzt gehen wir mal weiter. Sağ ol, senin de bayram mübarek olsun. İyisin. Tamam, görüşürüz. Sağ olasın. Und hier geht's los. Die ersten Antiksäulen hier. In Side. Antik Side Eingang. Also Antike gibt's hier wirklich von allem sehr viel. Die ganze Antikstadt wird auch jetzt ausgegraben und überall gibt es auch hier Schilder, wo auch hier die Menschen gerade ganz aufmerksam sich auch durchlesen, was das alles zu bedeuten hat. Hier sieht man auch jetzt einmal der Blick zum Bayram bei bewölktem Wetter. Wie viele Leute in Richtung Antique City gehen. Muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil die Taxis hier auch sehr schnell vorbeifahren und auch sicherlich kein Geschäft verpassen wollen. Und wenn man hier geradeaus weitergeht, wo die Antiksäulen sind, da kommt man auch bis zum Oststrand. Aber wir gehen hier dieses kleine Stück, wo man nicht mehr mit dem Auto weiterfahren darf. Deswegen gehen auch alle Leute hier zu Fuß. Also man kann entweder mit dem Shuttle-Service hierher fahren
oder mit einem kleinen Privat-Golfauto, sag ich mal, dort, was dort die Leute. Das ist aber privat dann. Für 30 Lira mit einem Privat-Golfauto oder hier mit dem Shuttle-Service für 2,50 Lira. Von da, wo es mit den Kamelen losgeht, wo wir da mit den Kamelen waren, wo unsere Tour angefangen hat, wo wir heute wieder losgehen oder losgegangen sind, bis in die antike Stadt rein. Ja, es ist heute sehr, sehr bewölkt. Es ist sehr, sehr bewölkt hier in Antikside. Und es ist sogar am Nachmittag noch Regen angezeigt, ab 13 Uhr in Manavgat. Aber es könnte auch sein, bei diesen Wolken, die wir heute hier sehen, dass es auch hier anfangen könnte zu regnen. Und da ganz vorne sieht man schon das Amphitheater von Side. Und man sieht auch natürlich, wie viele Menschen unterwegs sind. Und die Taxis, die hier jetzt reinfahren, die dürfen normalerweise nur Gäste abholen von drinnen. Also die dürfen keine Gäste in Side rauslassen, die dürfen nur Gäste abholen. Also wenn da jemand viel eingekauft hat in Side, wo auch die Möglichkeiten mittlerweile sehr, sehr gering sind, weil die Geschäfte alle viel kleiner geworden sind. Das werden wir gleich auch alles sehen. Und das ist hier mal der Shuttlebus, wo auch Antikside draufsteht. Der kostet 2,50 Lira. Und es trägt niemand mehr eine Maske, sowohl im Bus als auch hier in der Stadt. Also Maske war Pflicht vor kurzem noch in dem einen Auto, in dem einen Shuttle Service. Und man sieht, dass viele Leute ins Antikside reingehen und viele wieder rausgehen, dass viele hier auch die Side schon besichtigt haben und schon wieder auf dem Rückweg sind. Und ich bin jetzt zwar, ich gehe auch, aber es kommen auch viele Menschen nach. Also heute der 2. Mai zum Bayram. In meinen Augen hat sich hier die Lage absolut normalisiert. Und das letzte Mal, wo wir vor einem Monat hier in Side waren, sah das alles natürlich ganz anders aus. Da waren kaum Menschen da, da war überall Bauarbeiten, da war überall Vorbereitungen. Aber wenn wir jetzt hier sehen, in Antikside, wo auch jeder, der hier in die Region kommt und Urlaub macht, sollte einmal Antikside gesehen haben. Wir schauen mal hier von außen ins Amphitheater rein. Das war die große Mauer, war das auch der. Es ist auch abgezäunt. Und man sieht überall, interessieren sich auch Leute für die Antike. Und von hier hat man auch einen schönen Ausblick. Sogar der Weg ist aus Antikholz gemacht hier, dass es aussieht wie die Antike. Ja.
Also für viele Leute ist das heute ein ganz normaler Sonntag auf der Welt. Sonntag sage ich jetzt, ich spreche mich schon wieder so oft. Ich meine, für viele Leute ist das ein ganz normaler, gewöhnlicher Montag. Aber für die islamische Welt ist es heute ein großer Feiertag. Und bei uns in der Türkei dadurch natürlich auch. Und man sieht hier schon, sind wir jetzt im Antikside. Und hier ist auch das Side-Museum. Da sieht man noch, dass die Leute sich angestellt haben. Das ist hier das Museum, liebe Leute. Viele gehen hier dran vorbei und wissen nicht, dass das Museum hier ist. Weil die sind auch so schlau und steht ganz groß auf Türkisch dort und auf Deutsch und auf Englisch ein bisschen kleiner. Also hier beim Haupteingang, gleich rechts, ist hier das Museum. Und schaut euch mal hier, wie gesagt, man denkt jetzt, dass viele Türken da wären, aber das sind alles hauptsächlich europäische Urlauber hier. Also nicht nur Deutsch, sondern aus allen Nationen. Sieht man hier sehr viele Leute. Und jetzt gehen wir hier einmal durch das Antiktor von Side. Durch. Und dann sind wir offiziell schon in der Antikstadt. So, und jetzt sind wir hier in der Antikstadt. Hier sieht man auch wieder das Amphitheater von draußen. Und hier werden wir dann gleich in der Hafenstraße von Side. Und hier ist der Eingang zum Amphitheater. Ja, es sind wirklich sehr viele Leute da, hier in Antikside. Man kann auch natürlich, weil es bewölkt ist, da blendet die Sonne auch nicht. Und da kann man hier natürlich auch alles sehr, sehr gut sehen. Und ich mache heute auch zum Feiertag um 17 Uhr erst den Laden auf, weil meine ganze Mannschaft, die bei mir im Laden arbeiten, die haben halt alle ihre Familien hier. Und die sollen auch natürlich am Feiertag in der Türkei mit der Familie auch ihre Zeit verbringen.
Und der Shuttlebus lässt die Leute hier raus und der Golfservice auch, liebe Leute. Hier kann man die Tickets kaufen. Einmal da Sidemway oder Car of Sidem da rechts. Also hier kann man das dann buchen. Wer nicht den Weg gehen will, den wir jetzt gerade gegangen sind, der kann das da dann kaufen, ne? Und dann privat fahren. Denn ich habe ja auch schon einen Kumpel gesehen, du schöner Hund, du. Und jetzt sind wir hier in der Hafenstraße von Sidel. Und man sieht auch, dass es hier ganz voll ist. Aber bevor es da erstmal weitergeht, will ich mal hier rechts kurz schauen, wie weit die hier sind. Weil hier war das auch schon sehr gut mit den Fortschritten. Und das ist der Grund, warum hier Sidel überall abgerissen wird. Für alle, die es noch nicht wissen, schaut mal, liebe Leute, ich gehe hier gerade über die Antike. Ne? Und da kann man, und das sind alles, das ist alles ausgegraben und einige Geschäfte haben sogar das Glas in den Läden. Und das wird dann so gemacht. Und hier hat es gut Fortschritte gemacht, aber die sind immer noch sehr langsam am Bauen. Und so wird das ausgegraben, hier in Sidel. Und dann kommt da Glas drüber. Also das sind schon die Ausgräbungen. Es sieht schon sehr gut aus. Aber die haben noch nicht mit der Beglasung hier angefangen. Und wenn da dann Glas ist, dann schaut es so aus. Und man kann über die Antike gehen. Hier zum Beispiel mein Fuß. Kann man hier gehen. Und deswegen wir haben bei uns jetzt genau 13 Uhr. Man hört auch den Gebetsruf bei uns. Und man sieht, dass Sidel wirklich hier sehr, sehr voll ist. Und es kommen die Leute immer mehr. Und jetzt gehen wir mal hier die Hauptstraße runter. In Richtung Hafenstraße. Aber es ist Jahre her, dass ich Sidel so voll gesehen habe. Also wie gesagt, heute der 2. Mai zum Bayram. Sieht man hier gerade Antik Sidel. Wie voll es hier ist. Nur mal eine Frage an euch, das Publikum, an alle, die gerade zuschauen. Wie hört man mich denn? Ich habe ein paar Umstellungen am Mikrofon gemacht. Weil viele haben gefragt, dass ich manchmal zu leise bin. Ich habe jetzt ein paar Umstellungen gemacht und kann man mich denn gut hören? Das ist hier mal der Blick in Richtung Hafenstraße runter. Da sieht man auch, wie viele Menschen da sind. Also der Ton ist besser als die Videos davor, ne? Das wollte ich gerne wissen, weil ich habe das jetzt alles ein bisschen laut gestellt. Perfekt, ja, sehr gut. Ich danke euch für die Antwort, weil haben Leute geschrieben gehabt, dass es zu leise ist. Da habe ich gestern Abend ein paar Umstellungen gemacht und daher hat mich das jetzt auch interessiert. Und hier jetzt einmal der Blick nach links, wo die sieht aber sehr zahm und lieb aus, die kleine Katze hier. Und die sind natürlich auch die Menschenmasse gewöhnt. Die kennen auch die Menschen alle. Und die wissen auch, wer zu denen lieb ist und wer nicht lieb ist, ne? Ja, auch. Noch mal da. Jetzt bin ich mal hier einen kleinen Seitengang durchgegangen, um euch nochmal hier zu zeigen, wie es hier ausschaut. Und hier ist schon Glas und ein Teil ist noch nicht fertig hier.
Und schau mal, da wird etwas gebaut. Das ist wahrscheinlich ein Geschäft. Und ich frage mich, ob da auch das Glas dann drüber oder drunter ist. Und hier sieht man auch, dass die Säulen an einigen Stellen wieder aufgebaut werden. Und hier ein kleiner Seiteneindruck. Es ist alles viel übersichtlicher geworden hier in Antique Cité. Die ganzen großen Geschäfte, die ganzen Riesengeschäfte sind alle weg. Und man kann hier an sehr vielen Stellen auf Glas gehen. Und jetzt sind wir wieder auf der Hafenstraße. Ob man in die Hafenstraße schaut, ob man in die Seitengänge schaut. Also man sieht hier, dass in Antique Cité sehr viel los ist, heute am 2. Mai. Und obwohl wir Zuckerfest da haben, habe ich mir gedacht, vorgestellt gehabt, dass viel mehr Türken da sind, aber also mehr Einheimische da sind. Claudio! Nee, es sind hier kaum Einheimische da. Vielleicht kommen doch alle erst zum Abend. Man sieht auch hier, dass die Tiere alle auch die Menschen kennen. Der Hund lebt nun mal nebenbei, ne? Der schläft da. Und Antique Cité ist richtig voll. Wie in alten Zeiten. Und einige haben auch nicht auf, sieht man. Aufgrund des Feiertages. Ich habe auch nicht aufgemacht. Aber ich werde heute aufmachen, meine Geschäfte. Um 17 Uhr werde ich aufmachen, wie gesagt. Hier sieht man auch, dass einige zum Feiertag nicht aufgemacht haben. Und hier sieht man, dass einiges eingezäunt ist, damit man hier nicht drüber geht und auch nicht darunter fällt. Das wird aber noch mit Glas zugemacht. Hier in der Hauptstraße von Cité. Hier war auch eine Stelle, die immer sehr gut aussah. Also die aussah, als wenn die fast fertig wäre. Und hier würde ich mal gerne raufschauen, wie es hier aussieht. Es sieht sehr sauber aus, aber hier ist immer noch kein Glas. Also wir waren vor gut 4 Wochen das letzte Mal in Antique Cité. Da waren wir einmal in der Nacht, glaube ich, hier. Ja, in der Nacht. Vor fast 3 Wochen. Also das Einzige, was ich hier... Der große Unterschied, der hier ist jetzt im Vergleich zu damals, ist, dass es voll ist mit Gästen halt, ne? Aber wenn man sich anschaut, wie klein die Geschäfte hier jetzt sind, das wird hier noch renoviert, ist noch nicht fertig, aber es ist wirklich alles schon sehr klein geworden. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es fertig ist, Cité schön wird. Also es wird sehr schön sein hier, aber das alte Flair zum Einkaufen wird Cité natürlich nicht haben. Schau mal, wie hier klein das Schaufenster alles ist. Das ist ja wirklich minimal hier. Klein.
Und das wird auch noch ein Laden. Schau mal hier. Da passen 4 Motorräder rein. Der 5. wird hier noch reinpassen, aber das soll auch noch ein Laden werden. Also, es ist schon alles sehr klein geworden hier. Und hier steht noch nichts. Man sieht doch hier, gleich sind wir hier beim Hafen. Das war ein Trecker. Jak to się mówi na to? Alena! Und jetzt sind wir hier unten angekommen. Jetzt sind wir hier kurz vorm Hafen. Und wir sind die Hafenstraße runtergegangen. Auch bekannt als Hauptstraße in Side. Und so schaut es hier jetzt aus. Unten in Side. Am Hafen. Ich habe gerade einen Regentropfen abbekommen. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Weil jetzt hier kommt noch gerade die Sonne leicht raus. Da oben. Und das ist hier einmal der Hafen von Side. Und man sieht hier auch Everyday Fishing Tour, Sunset Tour. Man kann hier auch Bootstouren buchen. Bist du wieder am... Hallo, wie geht's euch? Hallo, alles gut? Alles klar? Bist sag mal Hallo hier, ne? Hallo. Hallo. Kommen wir jetzt bei YouTube? Ja, ich hab heute um 17 Uhr auf, wegen dem Feiertag. Ja. Da ist ja auch hier viel los und mal hier in Side, ja. Später noch in Manavgat und vielleicht noch eine Bootstour. Ich mach schon mal, was sie da machen. Okay. Auch den Leuten hier zeigen, wie es hier ist, ne? Und bei euch alles gut? Alles gut. Bisschen Moment. Gestern war doch einer im Hotel. Vorgestern. Freunde der Sonne. Ja, der war da. Der war da. Ich hätte es nicht gesehen, aber kann sein. Ja. Der zeigt ja gerne Hotels, ne? Mhm. Daher. Und ihr geht bummeln? Ja, bummeln, da fahren wir nachher nochmal heim. Okay. Okay, dann viel Spaß euch, wir sehen uns ja, ne? Ja, klar, mach's gut. Viel Spaß euch, ciao. Ja, auch. Haben mich im Laden besucht gehabt und schauen auch mal gerne die Videos. Und hier einmal. Und hier kann man Bootstour buchen. Küstenfahrt 5 Euro. Oder Delfin, Insel,
Delfininsel, Manapkot, Pro-Tipp. Mal schauen, vielleicht machen wir das auch mal. Und hier sieht man auch die ganzen Boote. Für die Touren, die waren ja nicht da, wo wir früher immer, also die letzten Monate, wo wir hier waren. Waren die Boote ja nicht hier und man sieht auch, dass die Bistros alle gut was zu tun haben. Die Bistros, Bars. Und das Antikside hier wirklich voll ist. Und der Weg, den wir hier gerade gehen, führt zum Apollon-Tempel. Und ich hatte vor gut 6 Wochen ein Video gemacht gehabt, damit ich die Strandpromenade bis zum Apollon-Tempel gegangen, von Kumkel aus. Also an dem Tag hatte ich 2 Stunden ein Video gemacht gehabt. Das Video ist ja noch abgespeichert. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Und da war ich der Einzige hier am Apollon-Tempel in Side um ca. 19 Uhr damals. Und es ist kaum vorstellbar, wenn man das mit heute vergleicht, 4 bis 5 Wochen später, wie voll es hier ist. Und da esse ich gerne ein Fischbrötchen bei dem einen Boot hier. Und jetzt sind wir hier beim Apollon-Tempel, liebe Leute, direkt in der Südspitze von Side, wo wahrscheinlich einer der meisten Fotos hier in der Türkei gemacht werden. Und man sieht auch hier die Menschen, die auch davor und man sieht, wie die Leute da ihre Fotos machen. Und Side ist halt immer viel los, weil die Leute halt aus der ganzen Region hierher kommen, ob mit Ausflug, ob persönlich, auch von Antalya, von Belek, von Alanya, von Uhudula, von Incirlik, von überall kommen die Leute her. Und was mich auch sehr, sehr wundert, es ist sehr, sehr wenig Wasser im Meer, auch hier im Hafen. Und das Wasser ist auch ganz, ganz klar. Das kann man hier auch sehen, dass das Wasser sehr klar ist. Und vor diesem Boot, die schmeißen auch immer das Brot und alles, was über ist, auch hier ins Wasser. Und dann heißt es auch natürlich, dass sehr viele Fische sich immer da um das Boot herum sammeln, die das Brot essen. Und das ist einmal hier der Hafen. Und man sieht es auch, wenn man jetzt hier in Richtung Kumkö schaut. Also wir schauen gerade in Richtung offenes Meer.
und dann dort Richtung Kumkö, das ist ja alles ganz schön diesig. Und wir hoffen mal, dass kein Regen losgeht. Deine Seite Cats in Gold finde ich auch super. Dankeschön, ich freue mich, dass es gefällt. Das freut mich sehr. Und das ist nochmal der Blick zum Anpolung-Tempel. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Man geht Side Ost zurück oder man geht Side West zurück mit dem Blick auf Kumkö oder lieber mit dem Blick auf Richtung Tutreangül, sagen wir mal. Und wir können die Richtung gehen, die ihr gerne gehen wollt, liebes Publikum. Weil die Hafenstraße sind wir runtergegangen und wir sind jetzt beim Apollon-Tempel. Und ihr könnt gerne entscheiden, ob wir jetzt rechts Side Oststrand gehen oder dass wir links am Hafen vorbei und dann den Blick Richtung Kumkö und Evrensekje haben. Oder lieber rechts Richtung Sorgen und Tetreengöl. Das könnt ihr gerne entscheiden, liebe Leute, die da jetzt gerade zuschauen. Links, rechts bitte. Das müssen wir jetzt abstimmen. Also es ist überall was los, es hat sich überall was getan. Einer hat links geschrieben, einer hat rechts geschrieben. Da ist noch jemand für rechts, jeder ist wieder für links. Die Stimmung ist 2-2. Kann ich auch mal hier zeigen, dass da jemand im Wasser ist bei dem Wetter. Da ist auch wieder jetzt jemand für rechts. 3-2. Und da vorne ist jemand im Wasser. Was er da macht, schwimmt. Nicht, dass er sich da verletzt. Da sind sehr viele Felsen. Also bis jetzt sind die meisten Leute für rechts, dass wir hier also von hier quasi geradeaus gehen. Also das jetzt nochmal jemand für rechts. Dann gehen wir jetzt rechts 4-2. Dann gehen wir jetzt hier am Apollon-Tempel vorbei. Und gehen wir hier die rechte Seite dann entlang. Am Oststrand vorbei. Überall sieht man natürlich auch Leute, die es hier genießen. Hier Ausblick, die Aussicht. Und da sieht man auch den einen, der schwimmt. Kann glaube ich nur ein Russe sein. Sieht auch von hier vom Weiten aus so aus, dass der hier ins Wasser geht. Und hier der Apollon-Tempel. Da sind zwei im Wasser, sogar zwei Leute sind da im Wasser. Und hier einmal der Blick. Jetzt schon mal in Richtung Oststrand. Und das Wasser steht auch sehr weit runter. Jetzt geht's weiter.
Jetzt gehen wir hier weiter. Da sieht man auch ein türkisches Pärchen, die da auch ein bisschen Romantik machen. So ein schöner Platz, um Romantik zu machen. Ist noch nicht nass geworden, um dahin zu gehen. Aber nur die Liebe zählt. Jetzt geht's weiter. Guten Tag, Ahmed. Guten Tag, Petra. Hallo. Und von hier aus ist auch immer ein sehr schöner Blick. Und immer Stellen, wo ich nur nochmal die schönen Blüten. Und wenn ich mich manchmal umdrehe und nochmal auf das Apollon-Tempel zeige, das sind immer Perspektiven, wo man auch schöne Fotos machen kann. Das ist auch ein kleiner Tipp von mir, weil ich mache ja auch gerne Fotos. Aber wir haben auch gesehen, dass Side schon ganz voll war. Einfach überall herrlich und schön. Überall schöne Gelegenheiten, um sich auch schöne Erinnerungsfotos zu machen. Heute Antik Side beim Zuckerfest in der Türkei. Bei der ganzen Menschenmenge, aber hauptsächlich Europäer. Ich glaube, das sind alles Europäer. Ich höre Polnisch, Holländisch auch sehr viel immer noch. Hallo Jürgen, danke, liebe Grüße zurück. Und guckt euch das mal hier an. Und das wird noch alles hier ausgegraben und hier kommt überall noch Glas rüber. Die Bistros haben auch alle gut zu tun. Und man sieht auch hier den Kühlschrank immer gefüllt mit leckerem Fisch, wenn man an den Restaurants vorbeigeht. Aber wenn ihr mal hier in Side essen solltet, liebe Leute, dann fragt bitte vorher nach dem Preis, bevor etwas kommt. Nicht, dass ihr dann überrascht und seid und denkt, was habe ich da alles bestellt oder gegessen. Also wenn man hier essen und trinken sein sollte, man kann gut essen und trinken, aber vorher bitte auf die Preisliste schauen. Das ist ganz wichtig in Side. Jetzt sieht man hier den Oststrand. Danke Jürgen, du hattest mich ja gestern auch darauf aufmerksam gemacht im Laden, dass ich viel zu leise bin. Und da haben wir das nochmal ein, zwei Videos zusammen angeschaut und ich habe beim Mikrofon, nachdem wir uns das zusammen angehört haben, gleich am Abend umgestellt. Und ich denke mal, dass jetzt das Mikrofon auch besser ist. Also ich danke dir auch sehr, sehr für deinen Tipp gestern. Und jetzt habe ich es heute umgestellt und ich denke mal, das Mikrofon müsste jetzt besser sein. Ich habe auch vorhin gefragt gehabt, ob man mich jetzt gut hören kann und da meinten alle, dass es sehr gut ist. Und das sieht ja hier alles wirklich ganz schön aus, wenn man hier jetzt hinschaut.
Man kann mal hier, das ist auch ganz neu beglast und auf den ersten Blick hat man hier Angst drüber zu gehen. Also sogar ich persönlich habe hier Angst gehabt. Also jetzt gerade hier bestimmt eine 3 Meter Höhe in Side. Also hier gerade auf Glas. Dankeschön, das freut mich zu hören. Und hier kann man also wirklich schon auf Glas gehen und das ist hier auch sehr sauber. Bei meinem letzten Video war das hier noch in Arbeit. Es sind immer noch so viele Holländer hier. Also egal, wo ich mich hier drehe, in Ziede, ich höre Niederländisch. Hallo. Hallo. Looking for something drinks? Thank you. Die haben Ferien in Niederlande. Ja, das stimmt. Und hier haben wir jetzt den Blick in Richtung Oststrand. Und man sieht, dass da auch viele Beachbars aufhaben von hier aus. So, und das war jetzt hier Side, die östliche Seite und einmal der Blick in Richtung Oststrand. Viel kommt da nicht mehr, wenn man jetzt da geradeaus geht. Also man kommt zum Ausgang vom Oststrand und man kann natürlich links hochgehen dann, wo man dann auch wieder zur Hauptstraße kommt. Aber wir werden jetzt mal die Straße hier jetzt links nehmen und gehen dann mal wieder auf die Hauptstraße. Oder wir können mal die nächste nehmen, weil da sind die Säulen wieder aufgebaut. Das kann ich euch auch mal zeigen. Die stehen da wieder, weil da kommt ja auch Glas rüber, was da jetzt gezäunt ist. Zugezäunt ist. Und hier sind die Antiksäulen aufgebaut und jetzt gerade zugezäunt, aber hier kommt auch noch Glas rüber. Kann man auch sehen, dass die Säulen hier wieder aufgebaut sind. Und hier gibt es auch immer so kleine Mini-Hotels, Boutique-Hotels, Bellen-Hotel, Önemlo-Hotel, also hier direkt in Antiksside gibt es auch so kleine Hotels. Ah, und hier, wo wir jetzt gerade sind, hier Poseidon Hotel. Also es haben auch mal viele gefragt, ob es in Side direkt auch Hotels gibt. Und hier steht auch Free Room. Ne?
Also in Side gibt es schon kleine Hotels. Auch hier natürlich kleine Pensionshotel. Und hier nochmal eine Ausgrabung. Und die sind damit nicht fertig geworden, dass es hier eingezäunt wird. Hier. Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Hallo, danke, mir geht es gut. Wie geht es dir? Und hier sieht man auch die Ausgrabung. Und hier einmal den Gummibaum, den sicherlich sehr viele kennen, der schon viele Jahre alt ist. Hier ist jetzt alles eingezäunt, dass da keiner runterfällt und sich schwer verletzt. Hier kann man sich schwer verletzen, wenn man hier runterfällt. Und jetzt steht deswegen überall davor ein grüner Zaun. Also man sieht, dass ab Mai Bauverbot ist und daher auch jetzt der Zaun überall steht hier in Antikside. Und das ist auch alles ganz frisch montiert, das sieht man auch noch drumherum, weil das wurde jetzt eingestellt, das Bauen. Ist aber auch klar, in Antikside muss es halt eingestellt werden. Und man kann ja nicht mit beim Bauen, bei so vielen Touristen hier bauen mit Staub und allem Möglichen. Und überall sieht man auch Glas, liebe Leute. Also es wird schon, hier ist es aber besonders hoch. Oh, hier sind es bestimmt 5 Meter runter. Also hier sind es bestimmt 5 Meter runter. Und jetzt sind wir wieder kurz vor der Hafenstraße. Und da sieht man auch die Menschenmenge gleich. Petra Kops fragt, sind denn die Geschäfte fertig geworden? Es sind nicht alle Geschäfte fertig geworden. Hier konnte nichts gebaut werden. Hier, schau mal, hier direkt an der Hauptstraße. Und jetzt sind wir hier wieder an der Hafenstraße und man sieht auch, dass die Haupthafenstraße sehr belebt ist. Ist doch bekannt als Side Hauptstraße, die Hafenstraße. Und die Straße sind wir vorhin runtergegangen und man sieht jetzt hier wieder, wie voll es hier ist, wenn man die Hafenstraße runterschaut, dass alle Leute runter und hoch kommen. Also die belebteste Straße in der ganzen Region wahrscheinlich ist Antikside Hafenstraße. Das erinnert mich wirklich an Istanbul, Taksim, İstiklal Caddesi. Die war genauso voll, aber Istanbul ist natürlich viel, viel voller und 24 Stunden richtig belebt. Und wenn alles gut geht, bin ich im November wieder in Istanbul und dann zeige ich euch auch ganz Istanbul, was man da sehen sollte. Ein Teil von Istanbul, den man, wenn man in Istanbul einreisen sollte, was man da sehen sollte, werde ich euch dann alles da zeigen. Von der europäischen Seite. Weil Istanbul hat ja eine europäische und eine asiatische Seite. Und ich zeige euch dann die europäische Seite. Alles, was man da sehen muss und sehen sollte. Aber wie gesagt, ist doch ein bisschen hin bis zum November. Vorher wird hier jeden Tag was von Side und Umgebung gezeigt, wie hier jetzt die Hauptstraße wieder.
dadelijk een mooie foto maken daar. Ja. Und man sieht auch hier auf der Hafenstraße, wie viel hier los ist. Fritz Walter schreibt, eine wunderschöne Sendung, Dankeschön, das freut mich, wenn es gefällt. Fritz Wern, Entschuldigung, Fritz Walter habe ich nicht versprochen gehabt. Wahnsinnig viel los, schreibt Petra Kobst, das stimmt, es ist sehr viel los. Ich wollte jetzt gerne hier mit dem Sidebus zurückfahren, aber es ist so voll, ich glaube, da komme ich nicht mehr mit rein. Hier. Und der fährt bis zum Bundesbahnhof, wo die ganzen Busverbindungen sind, liebe Leute. Überall hin. Nach Kumpel, nach Siede. Nach Manavgat, nach Sorgun, nach Titrengel, nach Evrenzeki. Wer den Weg nicht gehen will, bis zum Busbahnhof, gibt es hier den Shuttlebus, der hier gerade vorbeifährt. Aber es sind 4 bis 5 Minuten zu Fuß, wenn man da geht. Und man sieht, dass das Amphitheater heute wieder gut besucht sein wird, weil die Leute hier in der Reihe stehen, um da reinzukommen. Also ich habe heute noch keine einzige Maske gesehen. Kerstin Nettvögel. Netthövel, weil da kam gerade ein Kommentar, dass so voll und keiner eine Maske, das stimmt, ich sehe absolut keine Masken hier, also von niemandem, niemand hat hier eine Maske in Antikside, nicht mal die Geschäftsinhaber, nicht mal die Geschäftsleute, nicht mal die Touristen, nicht mal die Einheimischen, nicht mal ich selber. Es hat keiner mehr eine Maske auf hier. Als wenn es die Corona gegeben hätte. Als wenn es alles nur hochgestochen wurde. Als wenn es nur naja, als wenn alles einfach nur viel zu stark dargestellt wurde, als es wirklich ist. So, das ist hier der Antikeingang von Side. Den sind wir gekommen. Wir schauen mal da jetzt hier in Richtung Strand runter, weil hier gibt es nochmal einen Weg, der runterführt zum Strand. Also wenn man das Antiktor durchkommt, geht es dann da zur Hauptstraße und wenn man da rechts runter geht, man kann hier runter gehen, kommt man da direkt zum Meer, zum Strand und zur Strandpromenade von Side, die hier losgeht und bis zum Corolla Hotel geht, die genau 4000 Meter geht, also 4 Kilometer bis nach Kumköy. Von hier aus startet die Strandpromenade von Side. Die Sportgeräte hier sind öffentlich. Und immer hier der schöne Blick. In Richtung Side, Kumköy. Und man sieht auch, dass die Strandpromenade
gut besucht ist. Hier nochmal ein Blick in Richtung Fischerhafen. Und wenn man hier genau schaut, kann man hier öfter Schildkröten sehen, aber auch große Schildkröten, genau an dieser Stelle. Ich habe hier sogar mal eine gesehen, aber ein paar Meter weiter runter in Richtung Promenade, wie eine sogar eine große Caretta-Schildkröte Eier gelegt hatte. Das war aber über die Pandemiezeit, wo hier alles zu war. Aber jetzt ist gerade keine Schildkröte zu sehen. Jetzt gehen wir wieder durch das Antiktor in Richtung Busbahnhof. Also ich muss ja zu meinem Auto und die Strecke nehme ich euch auch nochmal mit, die wir hier gekommen sind. Und hier sieht man auch, der Shuttlebus hat heute sehr, sehr viel zu tun. Und Taxis holen die Leute da ab. Die Taxis dürfen nicht reinfahren, um da Leute abzusetzen, liebe Leute. Die Taxis dürfen nur reinfahren, um Leute abzuholen. Und die Autos, die hier reinfahren, die haben einen Wohnsitz in Ziede. Deswegen dürfen die reinfahren, weil die da wohnen. Und man sieht auch überall Menschen in Ziede. Egal wo wir waren. Hier nochmal Einblick in Richtung Medusa. Und für alle, die vorhin am Anfang nicht dabei waren, hier ist das Ziede-Museum. Weil viele fragen sich, wo ist das Museum? Das ist gleich hier neben dem Haupteingang von Ziede. Ist auch das Museum gleich hier. Und das ist wirklich so voll, dass ich hier Schwierigkeiten mit dem Gehen habe, dass ich gerade hier gehe. Das sieht aus wie Balancieren. Ich gehe mal runter auf die Straße. Also man spürt es auch sehr, dass und man sieht und man hört auch viele Holländer und die haben ja Ferien, haben auch einige kommentiert. In Holland, aber hier in Ziede und am Strand sehe ich sehr, sehr viele Holländer. Aber bei uns in der Stadt, in Kumkö drinne, sehe ich so gut wie kaum Holländer. Also hier sieht man schon in Ziede Menschen aller Nationen. Dort sieht man überall Antiksteine, Antikgebäude und überall steht auch sowohl in Türkisch als auch in Englisch, was das mal war.
vor einigen 1000 Jahren. Und wenn jemand diesen Weg nicht gehen will, bis zum Busbahnhof, kann man, wie gesagt, mit dem Shuttlebus für 2,50 Lira oder, also der Shuttlebus, der gerade kommt, für 2,50 Lira fahren oder mit so einem Privat-Golf-Auto, sagen wir mal, bis zur Antikstadt rein. Nochmal ein Blick aufs Amphitheater von Side. Und ich gehe mal hier auf die Straße. Es ist hier viel gemütlicher zu gehen als auf diesem Holzweg. Da denkt man immer, man stolpert gleich, wenn man da geht. Hier ist einmal das Chan Garden Beach Hotel. Ist ja auch ein bekanntes Hotel und da fragen immer sehr viele, wo das Hotel ist. Es ist genau hier, kurz vor der Antikstadt. Das Chan Garden Hotel. Und hier ist nochmal der Shuttlebus, der hat viel zu tun heute. Jetzt sind wir hier gleich wieder fast beim Parkplatz von Side. Efendim gel babacığım. Gel efendim. Also man sieht auch, dass sehr, sehr viele Leute nachkommen. Mann, das ist hier mal der Privatservice für 30 Lira. Das hat die Side. Wir fahren dann gleich rein.
Wenn man hier jetzt rechts kommt, wenn wir jetzt hier jetzt rechts umbiegen, kommen wir direkt zum Busbahnhof. Und man sieht auch, dass von da aus die Leute viel hierher kommen. Also wir haben stark bewölkt und 21 Grad für die Frage eben, wie warm es bei uns ist. Also es ist nicht kalt, auch wenn es bewölkt aussieht. Und dass wir jetzt hier auch alles so gut sehen können, hat auch damit zu tun, dass die Sonne nicht scheint. Das ist alles viel übersichtlicher und die Sonne stört halt nicht. Also man muss sich gegen die Sonne gehen. Wir gehen zum Siedebau. Gerne. Und hier fahren die Shuttlebusse auch los. Wenn man da kommt, mit dem Bus angefahren kommt. Und man sieht wirklich, dass es hier sehr, sehr viel los ist. In Antique City. Und gleich sind wir wieder bei den Kamelen, die mir wirklich sehr, sehr leid tun. Was für mich eine reine Tierquälerei ist. Davon sieht man die Kamele. Kamelreiten. Die armen Tiere sind es nicht anders gewöhnt, aber das ist für mich wirklich reine Tierquälerei. Hier vorne ist dann der Busbahnhof, wo alle Busse hinfahren, wo alle Busverbindungen herkommen, von Evrenseki, von Gyunodo, von Çalak'ta, von Kumköy, halten die da alle an. Und hier einmal das arme Tier. Das tut mir ja sehr, sehr leid, aber die armen Tiere sind es nicht anders gewöhnt, leider, wie gesagt, und ich mag sowas gar nicht sehen. Jetzt sind wir hier auf dem Parkplatz. Der Parkplatz ist überfüllt, sagen wir mal so. Der Parkplatz ist überfüllt. Dass ich da hinten parken musste. Also allein hier beim Parkplatz kann man allein schon sehen, wie viele Privat-PKWs heute hier im Ziele sind. Und wie viel sich gerne auch Ziele anschauen. Und da vorne sieht es aus wie in der Wüste. Aber das ist der Sand vom Oststrand. So, das war heute Antique City beim Oststrand. Entschuldigung bitte, ich verspreche mich heute zu viel. Das war heute Antique City zum Zuckerfest. Antique City ist sehr, sehr voll. Das haben wir alle gesehen. Wir sind die Hafenstraße runtergegangen. Wir sind Side Ost hochgegangen und dann wieder auf die Hafenstraße und sind jetzt hier ganz beim Parkplatz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann geht es gleich noch nach Manavgat oder nach Titrengöl in die Richtung. Aber erstmal brauche ich auch natürlich eine kleine Pause. Und ich bin jetzt hier auch bei meinem Auto. Bis dahin wünsche ich euch dann alles Gute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Antique City von Hafenstraße und Oststrand bei bewölktem Wetter zum Zuckerfest in der Türkei.
nach dem Ramadan, Fastenmonat Ramadan, der erste Feiertag. Die Geschäfte hatten zu 98% alle auf. Und wie gesagt, ich fahre dann später noch nach Manavgat oder nach Titriangul, aber eins von beiden wird es sein. Wer gerne dabei sein will, innerhalb der nächsten Stunde werde ich doch wieder online sein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und bis später dann oder bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!